Also bei meinen Pferden wurde die Messung von Ecosia durchgeführt, wobei ich am Anfang sehr skeptisch war davon. Warum? Weil ich nichts Vergleichbares bis jetzt davon gehört habe, dass es sowas überhaupt gibt. Für mich war dann sehr faszinierend, weil durch diese Messung ich Dinge über meine Pferde erfahren habe, die ich eigentlich vorher noch nicht gewusst habe. Das betrifft jetzt nicht nur physische, sondern auch psychische Dinge. Um ein Beispiel zu nennen, etwa bei meiner Stute ist der Boxennachbar leider gestorben und die hatte dann so eine kleine Trauerphase, wo wir aber nicht ganz drauf gekommen sind, warum sie eigentlich sich gerade so verhält. Durch diese Messung wussten wir das dann. Und das war für mich eben sehr faszinierend, weil ich eben nicht gedacht habe, dass man sowas überhaupt herausfinden oder messen kann. Also ich bin eigentlich komplett davon begeistert. Ebenso wurden Messungen von meinen Pferden und von mir auch durchgeführt, um eine optimale Kombination zu finden und die optimale Harmonie zwischen Pferd und Reiter. Und das war eben auch hier sehr faszinierend, da man oft nicht so ganz weiß, warum gewisse Dinge nicht funktionieren. Durch diese Messung ist man eben draufgekommen, wo es hakt und wie man da ein besseres Maß an Harmonie erzielen kann. Also zusammenfassend kann man wirklich sagen, ich finde das Ecosia-System einfach klasse. Man kann wirklich sehr viele verschiedene Dinge machen und ich glaube auch, wenn man das wirklich laufend macht und da dran bleibt, dass man sehr viel Erfolg damit haben kann.